Part Deutsch 1. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Tag, Frau Krüger. Hallo, Frau Fritsche. Wie geht es Ihnen? Ach, es geht. Ich bin ein bisschen müde. Und Ihnen? Gut, danke. Viel Arbeit. Und wie ist der Apfelkuchen? Sehr gut, wie immer. Tag, Frau Krüger. Hallo, Frau Fritsche. Wie geht es Ihnen? Ach, es geht. Ich bin ein bisschen müde. Und Ihnen? Gut, danke. Viel Arbeit. Und wie ist der Apfelkuchen? Sehr gut, wie immer. Nummer 2. Hallo Dana, habt ihr heute keinen Kuchen? Nein, der Kuchen ist heute leider schon weg. Dann möchte ich einen Apfel. Wir haben nur noch einen Apfel und der ist schon ein bisschen alt. Gut, dann möchte ich eine Banane. Das macht 90 Cent. Hallo Dana, habt ihr heute keinen Kuchen? Nein, der Kuchen ist heute leider schon weg. Dann möchte ich einen Apfel. Wir haben nur noch einen Apfel und der ist schon ein bisschen alt. Gut, dann möchte ich eine Banane. Das macht 90 Cent. Nummer 3. Ich möchte gerne ein Käsebrötchen. Was kostet das bitte? Moment, Brötchen 2,20 Euro. 2,20 Euro? So viel? Entschuldigung, 2,20 Euro kostet das Schinkenbrötchen. Das Käsebrötchen kostet 2 Euro. Gut, dann ein Käsebrötchen und ein Wasser bitte. 2,80 Euro bitte. Ich möchte gerne ein Käsebrötchen. Was kostet das bitte? Moment, Brötchen 2,20 Euro. 2,20 Euro? So viel? Entschuldigung, 2,20 Euro kostet das Schinkenbrötchen. Das Käsebrötchen kostet 2 Euro. Gut, dann ein Käsebrötchen und ein Wasser bitte. 2,80 Euro bitte. Nummer 4. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Komm doch mit in den Sportpark, Lisa. Dort gibt es ein großes Fitnessstudio. Und am Wochenende gibt es viele Kurse. Nein, das Fitnessstudio ist nichts für mich. Ich möchte lieber ins Schwimmbad gehen. Es gibt ein Schwimmbad im Zentrum. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Komm doch mit in den Sportpark, Lisa. Dort gibt es ein großes Fitnessstudio. Und am Wochenende gibt es viele Kurse. Nein, das Fitnessstudio ist nichts für mich.
Ich möchte lieber ins Schwimmbad gehen. Es gibt ein Schwimmbad im Zentrum. Nummer 5. Sportpark am Zentralplatz. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne wissen, wie Ihre Öffnungszeiten am Wochenende sind. Am Samstag und Sonntag öffnen wir um 8 Uhr morgens. Am Samstag sind wir bis 24 Uhr für Sie da. Am Sonntag nur bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr? Ich habe 22 Uhr gelesen. Nein, montags bis freitags haben wir bis 22 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Kein Problem. Sportpark am Zentralplatz. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne wissen, wie Ihre Öffnungszeiten am Wochenende sind. Am Samstag und Sonntag öffnen wir um 8 Uhr morgens. Am Samstag sind wir bis 24 Uhr für Sie da. Am Sonntag nur bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr? Ich habe 22 Uhr gelesen. Nein, montags bis freitags haben wir bis 22 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Kein Problem. Nummer 6. Wo gibt es denn hier Sportsachen? Das weiß ich auch nicht. Aber hier ist eine Informationstafel. Sieh mal, Sport ist im dritten Stock. Im dritten Stock gibt es auch alles für Kinder. Ich komme mit. Ich brauche noch ein Geschenk für Anna. Wo gibt es denn hier Sportsachen? Das weiß ich auch nicht. Aber hier ist eine Informationstafel. Sieh mal. Sport ist im dritten Stock. Im dritten Stock gibt es auch alles für Kinder. Ich komme mit. Ich brauche noch ein Geschenk für Anna. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Liebe Fluggäste, Ihre Maschine LH-337 nach Berlin, planmäßiger Abflug um 17.35 Uhr, ist nun am Ausgang C22 zum Einsteigen bereit. Nummer 8. Liebe Fahrgäste, in unserem Bordrestaurant haben wir heute extra für Sie italienische Wochen. Nudeln mit Gemüse- oder Fleischsoße und als Nachtisch einen Kaffee für nur 6,80 Euro. Nummer 9. Achtung, eine Kundendurchsage für Herrn Huber. Herr Huber, bitte kommen Sie noch einmal an die Kasse in der Technikabteilung. Vielen Dank.
Nummer 10. Achtung, Fahrgäste, auf Gleis 3 fährt ein der Intercity Express nach Hannover. Planmäßige Abfahrt um 19.37 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Tag, Hajo. Hier Samuel. Na, wie geht's? Ich bin müde. Ich war gestern 3 Stunden Radfahren. Danach haben wir noch gegrillt. Heute mache ich nicht viel, aber am Sonntag können wir doch joggen, oder? Tag, Hajo. Hier Samuel. Na, wie geht's? Ich bin müde. Ich war gestern 3 Stunden Radfahren. Danach haben wir noch gegrillt. Heute mache ich nicht viel, aber am Sonntag können wir doch joggen, oder? Nummer 12. Hallo Carla, ich bin's, Rosa. Wo bist du denn? Ich warte hier schon 20 Minuten. Wir haben doch gesagt, um 3 im Park. Ich bin hier noch 10 Minuten, dann gehe ich nach Hause. Hallo Carla, ich bin's, Rosa. Wo bist du denn? Ich warte hier schon 20 Minuten. Wir haben doch gesagt, um 3 im Park. Ich bin hier noch 10 Minuten, dann gehe ich nach Hause. Nummer 13. Guten Tag, Herr Bieler. Willkommen hier in der Werkstatt. Frau Bertram wartet schon im Personalbüro auf Sie. Das ist im 2. Stock. Wir sehen uns dann später um 1 Uhr in der Kantine, ja? Herr Bieler, willkommen hier in der Werkstatt. Frau Bertram wartet schon im Personalbüro auf Sie. Das ist im 2. Stock. Wir sehen uns dann später um 1 Uhr in der Kantine, ja? Nummer 14. Grüß dich, Karin. Jakob hier. Es ist Freitag, endlich Wochenende. Kochen wir mal etwas zusammen. Samstag hast du ja immer Sport, aber am Sonntag hast du Zeit, oder? Ruf bitte bald an. Tschüss. Grüß dich, Karin. Jakob hier. Es ist Freitag, endlich Wochenende. Kochen wir mal etwas zusammen. Samstag hast du ja immer Sport, aber am Sonntag hast du Zeit, oder? Ruf bitte bald an. Tschüss.
Nummer 15. Hi Maxim, hier Renate. Ich habe heute das Auto und hole dich ab. Dann sind wir um 8 im Kino, okay? Das Konzert gestern war toll. Wir sind auch noch in eine Kneipe gegangen. Es war so lustig. Heute Abend erzähle ich dir alles. Hi Maxim, hier Renate. Ich habe heute das Auto und hole dich ab. Dann sind wir um 8 im Kino, okay? Das Konzert gestern war toll. Wir sind auch noch in eine Kneipe gegangen. Es war so lustig. Heute Abend erzähle ich dir alles. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.